Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ihr habt vielleicht alle das Video von der Bo gesehen. Beziehungsweise habe ich ihn dazu verleitet, sich mal eine Flasche Sangrita Picante zu besorgen. Das ist kein Alkohol für die Leute, die das jetzt denken. Das ist im Prinzip pikanter Tomatensaft aus der Flasche. Aber irgendwie ein bisschen anders, ja? Es ist anders, es ist einfach, das ist so übelst das Kultgetränk, würde ich dazu sagen. Hier steht auch einfach drauf, flüssiger Snack. Andere, die nehmen das als eine Mahlzeit. Die nehmen da ein Gläschen und das ist für die dann, boah, ich habe jetzt gerade eine Suppe gegessen. Flüssiger Snack, mexikanisch, feurig, mit dieser netten Dame drauf, mit ihrem Hut. Guckt euch das an, sieht das nicht herrlich aus? Da mag man doch gerne die, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das gibt es auf jeden Fall in dieser roten Flasche, pikant, und das gibt es auch noch in der grünen Flasche, wo hier alles grünlich ist, was hier rot ist. Und ein grünen Deckel statt einen roten Deckel. Trotzdem aber rote Farbe vom Getränk, ja. Das gibt es nämlich irgendwie eher natürlich. Und das ist aber das pikant. Hier steht ja auch drauf, der mexikanisch feurige Drink nach einem original mexikanischen Rezept aus reinen Säften und feurigen Gewürzen. Pur und gut gekühlt ist dieser herzhafte Drink ein unvergessliches, unvergleichliches Geschmackserlebnis. Der ist zwar jetzt pur, aber der ist nicht gekühlt. Der stand nämlich die ganze Zeit einfach auf dem Küchentisch. Und ich habe zum Bo gesagt, du kannst dir ja mal eine Flasche nehmen und kannst mal gucken, ob du die auf Ex austrinken kannst und wie lange du brauchst und wie dir das schmeckt. Ne? Er hat die auch ganz getrunken. Aber ich glaube, da geht noch was. Ich werde jetzt auch trinken. Sicherlich ganz, weil ich mag ja eh scharfe Sachen und das ist ja jetzt nicht so brutal, dass du davon stirbst. Das ist trotzdem köstlich, bisschen würzig und einfach mal gucken. Ich werde den Bo auch einblenden hier an der Seite irgendwo. Und mal schauen, wie lange der Ramses braucht, die Flasche Picante zu trinken. Und dann würde ich wahrscheinlich den Kästo nominieren und den Thomas und den Kanal Phänomenal und den Natururin und den Flatti und jeder, der das gerne noch machen möchte. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich sehe, der Akku ist nämlich gleich leer. Also Flasche auf. Hört ihr auch, dass es noch zu war? Und einmal trinken. Vielleicht soll ich den Akku auch wechseln. Wir probieren es einfach. Ich hoffe, es dauert nicht so lang. So, Prost, der Bo, auf dich. Die Flasche ist auf jeden Fall leer, komplett, wie man sieht. Das Gute ist, das Ganze ist auch vegan, das heißt, es ist ultra gesund. Tomatensaft, Tomatensaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, Branntweinessig, Salz, Zitronensaftkonzentrat, Gewürze, Aroma. Eignet sich bestens als herzhafter Snack für zwischendurch, für alkoholische Mixgetränke, Bloody Mary, für Fleischgerichte, Suppen, Soßen und so weiter. Du kannst auch unter sangrita.de dir Rezepte raussuchen. Das ist auch ein bisschen dickflüssig. Das ist nicht so, dass das einfach zum Trinken ist. Du merkst, es ist, hat so eine breiige Konsistenz, dass das wirklich wie Apfelmus ist. Apfelmus zum Trinken, nur scharf und rot und aus irgendwelchen Gemüsezeugs und Säften. Ich finde das genial, das Original. Der Original Sangrita Picante Drink. Und danke der Bo, dass du das gemacht hast und dass ich dich hier einblenden konnte. Mal gucken, ob der Kästo das vielleicht auch mal probiert, wie ihm das schmeckt oder wer noch alles mitmacht. Fühlt euch alle nominiert. Wer Bock hat, kann sich auch einfach so eine Flasche holen, kann ein Video machen, kann es mir schicken, lade ich es vielleicht auch hoch. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.